Hallo und willkommen zu einer neuen Let's Play-Reihe und wir werden uns hier, bam, Mutant Meltdown anschauen, was hier so ein bisschen aussieht wie Battle Brothers, ist aber eine ganz andere Art von Spiel, denn hier, wie ihr schon sehen könnt, ist der Kampf schon sehr simpel gehalten. Da kommen noch ein paar mehr von den Gestalten. Hier geht es ein bisschen mehr darum, nicht nur ein bisschen mehr darum, hier geht es viel mehr darum, am Leben zu bleiben und mit Ressourcen zu haushalten. Gegen die kommen wir jetzt nicht klar. Gehen wir hier zum Auto, was wir schon mit Sprit vollgeladen haben, steigen ein und düsen von dannen oder so. Rundenbasiert, wie ihr sehen könnt. Und ja, Mutant Meltdown heißt das Ganze. Und stammt von der Firma Golden God Games und released wurde das Ganze am 9. September 2022. Und wir werden uns hier ja entsprechend mal ja einen Playthrough anschauen. Ich hoffe, dass das dann ein Playthrough wird, denn es handelt sich hierbei um ein Permadeath-Spiel. Das heißt, ich kann nicht garantieren, dass wir auch wirklich bis zum Ende kommen. Das Spiel soll wohl eine Länge von 3 bis 10 Stunden haben. Ich habe aber jetzt schon über 12 Stunden reingesteckt. Oder über 10 Stunden, über 12 Stunden. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall über 10. Was daran lag, dass ich entweder den... Ja, also erstmal musste ich den Start lernen. Das Spiel gibt einen ziemlich wenig an Informationen an die Hand. Und auch ein bisschen war ich unzufrieden mit der ersten Spielstunde. Normalerweise mache ich das halt so, dass ich bei einem Let's Play auch erstmal schaue, dass ich... oh, hoppla, das wollte ich jetzt nicht. Das sind jetzt auch ein bisschen viele. Ich mache das normalerweise so, dass ich bei einem Let's Play erstmal die ersten paar Stunden aufnehme, um zu gucken, will ich das Spiel überhaupt weiterspielen? Und passt das so? Da will ich lieber nochmal von vorne anfangen und so weiter. Und... in dem Fall, ja, habe ich jetzt nach 10 Stunden immer noch das Gefühl, da will ich gerne ein Let's Play zu machen, weil ich die... das hat halt einen gewissen Schwierigkeitsgrad, die Entscheidungen, die man trifft, auch wenn das kleine Entscheidungen sind, die haben halt einen gewissen Impact, was das Ganze spannend werden lässt. Auch wenn es hier Mechaniken gibt, die jetzt nicht so spannend sind. Ja, ich hatte dann halt immer wieder neu angefangen, geguckt, ja, die erste Stunde war jetzt zu langweilig, okay, fangen wir nochmal von vorne an. Mittlerweile habe ich aber ganz gut den Dreh raus, würde ich sagen, auch was man machen muss und kann euch daher das Ganze auch so ein bisschen als Guide, falls ihr mit dem Spiel selber anfangen wollt, mitgeben, also was man denn da, worauf man achten soll und so weiter. Das Spiel soll halt sehr kurz sein, 3 bis 10 Stunden und das war auch einer der Gründe, wieso ich das jetzt hier überhaupt noch zwischenschieben wollte, denn im Oktober wollte ich noch ein anderes Let's Play hier auf diesen Slots quasi starten und der Entwickler, der hatte schon mehrere Spiele in dieser Art gemacht und darunter auch ein Spiel, das Zed Dawn heißt, 2019 erschienen ist und da ist die Munition leer. Und Zed Dawn sieht schon sehr, sehr ähnlich aus. Aber hier diese Radioaktivität und dass das nicht nur Zombies sind, sondern Mutanten, das ist so ein bisschen das neue Ding hier. Ich habe aber Zed Dawn selber nicht gespielt, nur mal hier gelesen, was so die Unterschiede sein sollen. Der Entwickler hatte mich damals auf Zed Dawn, bezüglich Zed Dawn angesprochen und gefragt, ob ich mir das gerne angucken möchte und hat mir auch gleich ein Key mitgeschickt. Da habe ich aber eben keine Zeit für gefunden und die haben das jetzt nach dem Release, wie gesagt, 9. September 2022, das ist sehr aktuell, hatten die mir hat mich auch gefragt und mir einen Key geschickt. Also das Spiel habe ich halt nicht gekauft, Disclaimer, ist natürlich aber auch kein gesponsertes Spiel, ich werde hier auch meine Kritik entsprechend anbringen und wie gesagt, die Information, die das Spiel dem Spieler gibt, die ist halt nicht so optimal, deshalb, also so eine kleine Einführung ist sicherlich nicht verkehrt. Ja, und das hatte jetzt hier einfach ganz gut gepasst, weil das Spiel eben so kurz ist, dass ich das hier noch zwischenschiebe, wobei ich aber eben nicht garantieren kann, dass wir es bis zum Ende schaffen. Ich kann nur garantieren, dass wir in den ersten 2 Stunden oder so nicht sterben werden, weil sonst würde dieses Video nicht existieren und ich würde schon wieder neu angefangen haben. Ne? Also, ja, so die Situation hier. Bevor wir ein neues Spiel anfangen,
Also hier können wir ja mal gerade nur drüber gucken. Abgesehen, so sieht ein Kampf aus. Ich kann mit dem Auto fahren. Wir haben eine Basis aufgebaut. Wir haben Felder und da können wir dieses Zeug abernten. Und da unten konnten wir auch eine Kiste sehen. Wir können auch sehen, da habe ich noch ein zweites Camp gebaut. Also da kann man so viele bauen, wie man will. In den Camp kann man Gebäude bauen. In den Kisten sind spezielle, ja nicht spezielle Materialien, aber da sind halt sehr gute Waffen oder Ausrüstung oder sowas drin. Hier haben wir Orte, die wir untersuchen können und so weiter. Also nur so ganz grob die Übersicht, bevor wir jetzt im Spiel loslegen. Und bevor wir das machen, werden wir nochmal einen Blick auf die Optionen werfen. Und hier Audio, ja, muss man entsprechend drunter regeln. Ich würde sagen, das Spiel ist teilweise nicht optimal abgemixt. Es gibt halt einige Sachen, die ein bisschen laut sind, wie beispielsweise, wenn es hier nuklearen Regen gibt. Der ist ein bisschen laut. Muss ja nochmal schauen, ob ich das nochmal runterregel. Dann haben wir Video. Ja, kann man die Auflösung einstellen. Ganz nett ist, dass man das UI skalieren kann. Ist aber jetzt hier so ganz gut. Wenn ich das größer mache, haben wir ein Overlap, was auch nicht so toll ist. Aber das ist halt dafür gedacht, wenn ihr jetzt auf dem 4K-Monitor spielt, das auf 4K einstellt, dann wollt ihr vielleicht das UI größer, kleiner machen, was weiß ich. Abhängig davon, wie der Bildschirm ist, ist es immer ganz gut, wenn man das hat. Dann haben wir unter General dann das Interessanteste wahrscheinlich, die Sprachoption. Und ihr seht, dass hier Deutsch nicht bei ist, was aber jetzt nicht heißt, dass man das als jemand, der nicht so fließend im Englisch ist, dass man da Probleme bekommen würde. Zum einen ist es halt so, hier ist sehr, sehr wenig Text im Spiel. Das heißt, zum einen dürfte es ziemlich einfach sein, Deutsch noch hinzuzupatchen. Und mit dem ersten Patch kamen jetzt auch noch ein oder zwei zusätzliche Sprachen hinzu. Ich weiß jetzt nicht mehr welche, aber das sollte dann auch kein Problem sein, dann noch Deutsch nachträglich hinzuzupatchen. Die Chancen sehe ich auf jeden Fall dafür. Zum anderen, also was es hier an Text überhaupt im Spiel gibt, ist die Tutorial-Tooltips, die ich hier auch jetzt mal anlassen werde, nur für den Fall, dass noch irgendwas Interessantes kommt, was ich noch nicht gesehen habe. Und zum anderen die Texte hier beispielsweise bei Statistiken und viel mehr gibt es jetzt da auch nicht. Und da werde ich dann sowieso alles zusammenfassen, nochmal auf Deutsch, wenn ihr das Let's Play verfolgt. Also solltet ihr auch ohne Englischkenntnisse das eigentlich ganz gut verfolgen können. Es ist einfach sehr wenig Englisch hier in dem Spiel. Von daher sollte man das auch auf Englisch ohne Probleme, ohne große Englischkenntnisse spielen können. Und die anderen Optionen, ihr habt das jetzt hier auf der Karte sicherlich schon gesehen, wir haben ein Hexfeld. Wir können das ja noch mit Grid anmachen, ist aber eigentlich unnütz, wie ich finde. Sieht man so schon gut genug. Die Tutorial-Tooltips, wie gesagt, lasse ich an. Maus-Main-Actions. Mir ist es oft genug passiert, beispielsweise, wenn ich jetzt den Charakter angewählt habe, dass ich dir gesagt habe, greif den an, habe dann da hingeklickt und man hätte mal da hinklicken sollen und da wäre ich dann einfach nur voll drauf gestürmt, was natürlich dann Quatsch war. Deshalb habe ich das umgestellt, dass ich die Aktion mit der rechten Maustaste mache, einfach um mir selber da noch eine Hürde zu machen, damit ich mich nicht so oft verklicke. Dann haben wir Autostore Resource, wenn man ins Lager geht, dass man die Ressourcen da drauflegen kann, mache ich auf an. Und Confirm to Scrap, das ist eine Option, die ich als ja invertiert betrachten würde, denn eigentlich sollte das Auto Confirm to Scrap heißen. Denn wenn wir das aushaben, wenn wir das Confirm to Scrap aushaben, dann werden wir jedes Mal aufgefordert, das selber zu confirmen. Wenn wir das anhaben, dann passiert das nicht. Also das ist eigentlich invertiert, so wie das hier steht. Also ja, und dann können wir das Spiel noch auf Grau stellen. Keine Ahnung, wozu das gut sein soll. Wer es mag, ja, der spielt halt auf Schwarz-Weiß, wobei das Interface grün bleibt. Okay, so, das soll es dann hier gewesen sein. Dann starten wir auch ein neues Spiel. Achso, hier können wir übrigens gerade einen Stufenaufstieg machen. Können wir einen Perk aussuchen und so, aber da komme ich gleich noch überall zu. Also, Save and Exit. Dann starten wir ein neues Spiel. Hier können wir dann den super tollen Titelbildschirm sehen. High Quality Graphics. Und wir können sehen, dass wir hier uns in der Version 1.0.1 befinden, also nach dem ersten Patch nach Release. Und wir starten ein neues Spiel, lassen die Kartengröße auf Standard. Ich würde sagen, umso größer die Karte ist, umso mehr hat man dann nochmal einen Zufallsfaktor, weil dann die wichtigsten Locations ein bisschen weiter auseinander liegen und es wird ein bisschen schwerer, was Gescheites zu finden. Ich lasse es jetzt auf Standard, die Kartengröße ist da sowieso nicht so wahnsinnig entscheidend, weil man wahrscheinlich sich auf einen kleinen Bereich beschränkt und nicht auf die gesamte Karte. Also ich würde sagen, Map Size groß erhöht den Schwierigkeitsgrad und den Glücksfaktor und das würde ich halt gerne reduzieren oder so lassen, wie es dann standardmäßig ist. Die Gegner-Spawn-Rate,
die, ja, kann man sich denken, was das bedeutet, lassen wir auch auf Standard. Tag-Nacht bedeutet, dass man halt Nacht hat, wo man weniger sieht, lassen wir auch an. Gegenstandsqualität lassen wir auch auf Standard. Mutationen und diese Radioaktivität, die lassen wir jetzt auch mal an und auf Standard. Also Mutationen, damit bekommt man zusätzliche Perks, die gut oder schlecht sein können. Erkläre ich aber dann nochmal, wenn wir da hinkommen, sage ich mal. Radiation Areas, das waren diese grünen Wolken, die da überall waren. Da kriegt man halt Verstrahlung ab. Kann man nicht ausschalten, aber auf unterschiedliche Mengen setzen. Und Supply Crates, das waren diese Kisten, wo man starke Ressourcen drin hat. Die kann man ausmachen, womit der Schwierigkeitsgrad natürlich steigt. So, Schwierigkeitsgrad, ansonsten setzen wir natürlich aufs Härteste, Apokalyptik. Und damit können wir hier noch einen Safe-Slot aussuchen, wo automatisch gespeichert wird. Man kann natürlich das Spiel verlassen und dann fortsetzen, aber man kann jetzt nicht einen alten Spielstand wieder laden, der gespeichert wurde, nachdem man irgendwas Dummes gemacht hat, dann ist halt das Spiel zu Ende, sage ich mal. So, dann starten wir ein neues Spiel, überschreiben das. Jawohl, und auf geht's. Und damit lassen wir jetzt erstmal die Karte generieren. So, und da sind wir wieder mit der fertig generierten Karte. Das hat jetzt in dem Fall nur ein paar Sekunden gedauert. Das allererste Mal, wenn man das macht, also ich habe ja jetzt vorher einen Spielstand geladen, da wurden wahrscheinlich die Assets schon vorgeladen, da ging es ein bisschen schneller. Es kann aber auch ein bisschen länger, also wenn man das erste Mal das Spiel startet, nicht das erste, also wenn man das Spiel startet und dann ein neues Spiel beginnt, dann dauert es ziemlich lange, bis die Karte generiert wurde. Also da nicht in Panik geraten, dass das Spiel stecken geblieben ist. Das dauert seltsamerweise erstaunlich lang. Also wir haben jetzt hier erstmal Willkommen. Ja, ist ein Spiel, wo man gute Entscheidungen treffen muss und ein bisschen Glück gehört auch dazu. Das Glück kann man halbwegs mitigieren, sage ich mal, wenn man halt entsprechende Entscheidungen trifft. So ein bisschen wie bei FTL vielleicht. Also es ist jetzt nicht super glücksbasiert, aber je nachdem wie man spielt, legt man es halt stärker auf Glück aus oder eben nicht. Und ja, und dann sagt das andere noch hier was über die Verseuchung, da komme ich aber später nochmal zu. Wir haben WASD und Zoom und all diese Dinger, ja, damit können wir die Karte bewegen, man kennt das. Dann haben wir den Charakter, den kann man mit der linken Maustaste normalerweise auswählen, jetzt mit der rechten, weil ich das umgestellt habe. Wir können aus dem Charakter öffnen mit der linken Maustaste, das bleibt dann auch, selbst wenn ich das auf rechts umgestellt habe. Und dann haben wir ein Inventar und da werde ich dann auch gleich nochmal erklären, was es damit genau alles auf sich hat. Und dann können wir auch die Gruppe aufteilen und das werden wir auch gleich machen, um ein bisschen mehr Land am Anfang zu erkunden. Und das ist quasi alles, was wir an Informationen dann bekommen zu dem Spiel, von wegen, ja, such eine passende Location und bau dein Camp und Holz dafür kriegst du von den Bäumen und mehr gibt's da nicht und man soll wohl nicht an den Straßen bauen, weil da mehr Zombies sind, kann ich jetzt nur so begrenzt bestätigen, aber ja, das ist also sehr rudimentär. Es gibt kein konkretes Spielziel, was einem zumindest gesagt wird, was einem angezeigt wird, da deutet aber nichts drauf hin, ja, was einem angezeigt wird, ist, wenn man rechts oben auf den Pfeil klickt, sollen wir einen Communications Tower bauen, den, soweit habe ich aber noch nicht gespielt, dass ich den überhaupt gebaut hätte, also es ist schon ein bisschen weiter hin, nach vielleicht 2-3 Stunden wird man den bauen, dann habe ich in den Steve Achievements gesehen, dass man Raketenteile zusammensuchen kann und eine Rakete zum Mond schießen kann und das nehme ich mal an, ist dann das richtige Spielziel. Müssen wir mal schauen, ob wir dann dahin kommen. So, jetzt werden wir erstmal uns die Charaktere und das Inventar ansehen. Wir haben hier 5 Attribute, Stärke, Speed, Focus, Endurance und Int. Stärke ist dafür da, dass wir ja mit Nahkampfwaffen Schaden machen. Die macht jetzt 2-2 Schaden, weil sie 2 Stärke hat. 2 Stärke, 3 Stärke, deshalb macht er 3-3 Schaden. Und das wird einfach zu dem Waffenschaden hinzuaddiert. Die Waffe macht 2-4 Schaden, er macht 3-3. Ja, also macht er entsprechend 5-7 Schaden, wenn er das Ding in die Hand nimmt. Ja, das ist ganz ordentlich. Und das bedeutet aber natürlich auch, dass es anders ist als bei anderen Rollenspielen, dass man eben nicht unbedingt, die starken Waffen auf den starken Personen setzen muss, sondern es ist eigentlich außer für den Anfang ziemlich irrelevant, wer was bekommt, denn ob man eine schwache Person mit einer starken Waffe ausrüstet
oder eine starke Person mit einer schwachen Waffe ausrüstet, schlussendlich ist die Summe ja das gleiche an Schaden. Und ich sag mal, nach der ersten Spielstunde wird jeder eine Fernkampfwaffe und eine Nahkampfwaffe haben. Und dann wird man, je nachdem, was aus dem Kampf ist, wird man hin und her schalten. Und dann ist es im Grunde auch egal, wem man was gegeben hat. Ja, also es ist jetzt nur für den Anfang, wo man halt eine begrenzte Anzahl von Waffen hat, da ist es jetzt schon besser, wenn man halt denen mit mehr Fokus die Fernkampfwaffen gibt, einfach damit die ja da ein bisschen mehr rausholen. Es sei denn, man hat Perks. Und ich habe hier, glaube ich, auch einen Fehler gefunden, denn der hier, das ist ein Farmer, aber die Farmer, die machen mit, also ich kann noch mal gerade auf den schalten. Das ist auch ein Farmer, ja, ist ja seltsam, okay. Aber hier könnt ihr sehen, der hat Fokus 1, die Waffe 5 bis 6, logischerweise 6 bis 9. Ne? Der Farmer, der hat 10% Chance, das Doppelte an Ertrag von einem Feld zu bekommen. Der macht allerdings mehr Schaden mit der Pistole. Also nicht nur wegen Fokus 2, sondern da ist irgendwas, dass der Farmer auch besser schießen kann aus irgendeinem Grund. Kann sein, dass das ein Fehler ist, weiß ich nicht. Erschließt sich mir jedenfalls nicht. Ich würde das jetzt mal eher als einen Fehler betrachten, aber wer weiß. So. Dann haben wir die jetzt ausgerüstet. Achso, ja, genau, die Attribute. Also Stärke macht Nahkampfschaden, Fokus Fernkampfschaden. Speed ist, um Gegnerangriffen auszuweichen. Endurance ist, um mehr auszuhalten. Und das wird auch einfach hinzuaddiert, also sehr einfach. Der hat 1 Endurance, 10 Lebenspunkte plus 1 hat er 11. Der hat 2 Endurance, 10 Lebenspunkte plus 2 hat er also 10 Lebenspunkte, 12 Lebenspunkte. Und die haben wir entsprechend auch 2. Und dann haben wir noch die Perks und die sind vielleicht nochmal interessanter. Also der nimmt 1 weniger Strahlungsschaden. Der hat diese zusätzlichen Erträge und außerdem macht das den mit der Fernkampfwaffe stärker. Der hat einen zusätzlichen Aktionspunkt, was ziemlich gut ist und der auch. Okay, wir haben aber leider keinen Priester. Priester finde ich eigentlich sogar die beste Klasse. Wenn der in der Gruppe ist, dann, also nicht Klasse, bester Perk, wenn der in der Gruppe ist, dann heilen alle immer mal wieder einen Lebenspunkt. Und die Lebenspunkte sind schon sehr, haben ein sehr hohes Gewicht, sind sehr wertig, sage ich mal. Und die Perks, die können wir beim Level Up, können wir aussuchen, ob wir hier ein Attribut erhöhen und einen Perk dazu nehmen. Aber die Auswahl ist da schon ziemlich limitiert. Wir können jetzt nicht nachträglich Priester werden. Und wir können auch durch die Mutation neue Perks bekommen. Die werden uns aber dann assigned und das können auch schlechte Perks sein, wie dass man doppelt so viel Nahrung essen muss oder sowas. Und das ist ein bisschen ungünstig. So, wir werden jetzt unsere Gruppe aufteilen, um mehr Landschaft zu erkunden. Und ja, dann machen wir das hier mit dem Split. Wir können auch erstmal hier schon mal in eine Richtung laufen. Sobald man den Split macht, ist die Runde für die Ausgangsgruppe zu Ende. Dann kann man nicht mehr splitten. Also hier haben wir schon Straße. Das ist gut. Straße. Also alle guten Ortschaften, alle oder überhaupt alle Ortschaften, die man untersuchen kann, sind an der Straße. Und ich splitte jetzt die Gruppe auf, um hier eben schneller nach einem guten Ort für unser neues Lager suchen zu können. Ich hätte zuerst genau die Augenklappenfrau, die nehmen wir hier mal jetzt raus. Die kann nämlich schneller laufen. Der gebe ich auch wieder eins Nahrung. Und ja, hätten wir noch eins bewegen können. Aber also mit dem, bevor wir den Split machen. So. Da gucken wir mal. Da steht ein Auto. Komme ich gleich nochmal drauf. Zurück. Die Landschaft, also die Karte. Das ist jetzt die Standardgröße der Karte. Also wenn man am Rand ist. Oder hier die letzten paar Teils am Rand. Die sind, da ist glaube ich nichts. Ich hatte vor allem Dingen auf der großen Karte bisher gespielt, aber ja, die Karte, wie gesagt, ist halt dann erhöht, glaube ich, den Zufallsfaktor ein bisschen mehr. Und wir wollen halt hier gucken, dass wir die Straße hier so weit erkunden, dass wir ein entsprechendes Plätzchen für unsere Piep, 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 was? Moment. Ja, dass wir ein Plätzchen für unser Lager finden. So, weiter aufteilen.
Zack, zack, zack. Und weiter. Hätte ich auch wieder den anderen nehmen sollen. Der geht dann nach Norden weiter. Und da sind wir jetzt auf dem Auto gekommen. Und das können wir voll tanken und reparieren. Aber jetzt nicht mit dem. Also es müssten. Wir können das auch von der Straße wegschieben. Also, wenn ein Auto nur Tank braucht, dann kann man beispielsweise hier in so einer Gasstation gucken und ob man da Sprit bekommt. Das ist dann sehr ordentlich. Dann kann man mit dem Auto direkt rumfahren und schneller erkunden. Aber da gehört natürlich auch ein bisschen Glück dann zu, dass man Sprit schnell findet, dass man ein Auto findet. Also in den ersten Runden kann man das machen. Aber wir haben jetzt hier doch schon ziemlich viel Straße. Und mit etwas Glück finden wir jetzt hier auch noch mehr, wo es sich dann lohnt, was hinzubauen. Ziehen wir mit ihr mal nach unten. Und ich habe jetzt auch noch kein Auto gefunden, was ganz wäre, weil reparieren können wir die Autos jetzt nicht mal so spontan. Na, da müssten wir nach links wahrscheinlich. So, also sobald ich eine Stadt finde oder ein Militärcamp, werde ich sofort dann ein Lager bauen. Am Anfang hat man halt noch den Vorteil, dass noch keine Zombies unterwegs sind. Oder nicht so viele Zombies unterwegs sind. Da ist auch eine Kreuzung. Und den können wir noch einmal bewegen. Man kann die Gruppen übrigens auch mit X durchschalten. Aber das ist auch so eine Sache, wo ich die Informationen, die das Spiel gibt, ein bisschen mangelhaft finde. Bei King Arthur haben wir das ja beispielsweise so, also bei diesem Taktikspiel, was ich im Moment noch am Spielen bin, da haben wir das ja so, dass wenn man die Runde beendet, aber noch ein Charakter sehr viele Bewegungspunkte hat, Aktionspunkte, dann macht einen das Spiel darauf aufmerksam, sodass man nicht versehentlich die Runde vorzeitig beendet. Das gibt's hier nicht und hier gibt's auch keine Übersicht dazu. Okay, da ist noch eine Gruppe, die hat noch Aktionspunkte übrig. Das muss man schon alles immer selber im Auge behalten und die durchschalten. Ist etwas unnötig, finde ich. Hätte man schöner machen können. Da ist eine Stadt. Okay, das ist sehr gut und da ist noch was anderes. Dann gucken wir gerade noch, ob wir... Oh, da ist auch eine Stadt. Okay. Dann würde ich sagen, die laufen noch, bis die das nächste finden. Der kann schon mal nach unten und gucken, wohin die Straße führt. Da ist ein Atomkraftwerk oder sowas. Und dann müssen wir gucken, dass wir ja hier irgendwo unser Lager aufschlagen. Und mit der werden wir erstmal in der Stadt erkunden gehen. Also man sollte jetzt nicht zu viel draußen rum erkunden, denn irgendwann haben wir zum einen Nacht, dann sieht man nicht mehr so viel und dann läuft man sehr schnell in die Hände von Zombies, was, wie ihr euch vorstellen könnt, nicht so gesund ist. Und da haben wir Zombies. Okay. Vielleicht sollten wir die Stadt hier oben nehmen. Einfach hier was hinbauen. Die drei werden wir natürlich, also selbst wenn unsere Gruppe jetzt zusammen wäre, würden wir die nicht einfach platt machen können. Gehen wir mal da auf Seite. Und da haben wir ein Dorf. Okay. Und da haben wir ein Industriekomplex. Okay. Es kann zwar sein, dass da die Straße noch weitergeht, aber wir halten das jetzt erstmal so. Wir müssen auch nicht zwangsweise in die Stadt. Die Stadt ist halt ein super Ort, um am Anfang viele Ressourcen zu bekommen. Da bekommt man bei einer Suche auch schon schneller mal zwei oder drei Gegenstände. Ich werde jetzt hier mal noch... Ja, da ist natürlich noch mehr Stadt, aber... Das hier sieht aus wie ein Auto, wo das funktionieren könnte.
Ja, das funktioniert. Da ist aber kein Sprit drin. Das können wir leider auch nicht verwenden. Dann gehen wir mit dem auf jeden Fall weiter runter. Und alleine lässt sich aber kein Dorf bauen, weil wir haben hier nur 5 Platz bei dem Charakter jetzt. Wir brauchen aber 8, um ein Lager zu bauen. Da ist auch das zu Ende. Der kann also zurück. Gehen wir hier noch gerade hin. Das ist auch komplett kaputt. Da ist noch mehr Straße. Aber wir wissen halt nicht, was da jetzt noch, wo das hinführt. Kann gut sein, dass da noch mal was Interessantes ist. Aber da will ich jetzt auch nicht noch weiter erkunden. Wir müssen gucken, dass wir möglichst bald eben unser Lager aufbauen. Ich werde mit dem Charakter jetzt zumal zur Gas Station laufen und während die dann auf die anderen wartet, werde ich da schon mal gucken, ob wir da irgendwelche Gegenstände finden. Da haben wir übrigens auch noch mal eine Gas Station direkt an der Stadt, aber ich glaube, das macht keinen Sinn, die zu untersuchen. Okay, haben wir alle. Wir sind jetzt in Runde 11, also man braucht halt nicht jetzt wie bei Civilization in den ersten 3 Runden eine Stadt zu bauen oder ein Camp aufzuschlagen. Aber natürlich sollte man auch nicht jetzt 100 Runden nur rumlaufen, weil sobald man einmal in die Nacht kommt, wird es ungemütlich. Und sobald es regnet, wird alles verstrahlt. Also dann darf man sich nicht draußen bewegen, dann sollte man entweder gerade was untersuchen oder man sollte halt in einem Camp sein, dass man ein bisschen Schutz hat, damit man nicht komplett verseucht wird. Und ja, die kann da durch. Und vielleicht finden wir da auch noch mal was Interessantes. So, wir könnten natürlich da jetzt auch schon Holz hacken gehen. Aber wir suchen jetzt hier einfach mal in der Gas Station und vielleicht finden wir da was. Also ich habe jetzt hier einmal draufgeklickt und jetzt wird die da suchen. Und die wird immer weiter suchen, bis ich sage, du sollst nicht mehr. Das heißt also, wir müssen jetzt nicht jede Runde nochmal neu klicken. So. Na, habe ich schon fast wieder jemanden vergessen. Haben wir alle? Eins hat die noch, aber das wird halt jetzt beim Suchen verbraucht. Nichts gefunden. Flup, flup. Da muss noch ein Gebäude sein. Das ist ein Gefängnis und davor steht ein Panzer. Okay. Achso, das war die gesucht hatte. Das war jetzt natürlich nicht so clever. Die kann aber einfach wieder zurückgehen und weiter suchen. Die hat ja die 3 Punkte. Das ist da eigentlich auch ziemlich egal. Da gehen wir mal gerade außen rum. Und haben wir alle? Haben wir alle. Okay, weiter. Dann gehen wir mal hier weiter. Der Panzer ist im Moment auch verseucht. Ich weiß natürlich auch nicht, in welchem Zustand der ist. Gehen mal darüber. Und ich würde die Charaktere immer einzeln ziehen, weil man halt nie weiß, ob man einem Gegner in die Arme läuft. Searching for loot, ja, aber nichts gefunden. Okay, jetzt können wir hier auf jeden Fall. Die hat bisschen Platz, die kann Holz sammeln. Der kommt noch mal nach. So, und der kommt auch nach unten. So, die hat eins Holz eingesammelt, also jetzt nicht so doll. Sammelt hier Holz ein. Aber das ist nicht so wahnsinnig effizient natürlich, weil die dann theoretisch auch am Cap sein können und dann würden die theoretisch 2 bekommen, aber dann haben nur noch einen Platz frei oder sowas. So, wieder 2 Holz bekommen. Wir brauchen 8 insgesamt, also die könnten noch ein bisschen was finden da. Der schließt sich jetzt da an. Join. So, der hat 2. Moment, nehmen wir erstmal den.
Der hat 2, die hat 3 und die ist ja jetzt auch voll. Das heißt, das hat da jetzt quasi keinen Sinn mehr. Die wird sich dem jetzt anschließen. Und damit die dann mehr sammeln. Und das machen wir jetzt bei denen auch. Da gehen wir auch rüber. Schließen uns hier jetzt zusammen. Und dann machen wir den Rest mit dem Holz noch voll. 4 Holz gefunden. Und das reicht jetzt auf jeden Fall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und damit können wir unser Lager bauen. Wir haben also in der Gasstation leider nichts gefunden. Da ist die Ausbeute in der Gasstation sehr gering, glaube ich. Im Vergleich zu anderen Orten. Naja, das ist natürlich jetzt nicht so günstig, dass wir da einen Zombie haben, der da in ziemlich nah dran ist. 2 Zombies, die ziemlich nah dran sind. Immerhin haben wir unsere Leute jetzt beisammen. Aber die sich damit anzulegen, macht nicht wahnsinnig viel Sinn. Also die... Ja, dann werden wir hier mal gerade noch erkunden und wir könnten auch hier unten ein Lager bauen. Das wäre auch kein Drama. Wir können auch hier an denen vorbeilaufen. Wir wissen natürlich jetzt nicht, wo die Zombies hinlaufen. Wir könnten auch da unser Camp aufschlagen. Das wäre auch okay. Naja. Gehen wir mal da runter. Also wir haben immer 2 Bewegungen, der Zombie hat nur 1 Bewegung, das heißt, wir kommen da schon weg. Da ist aber sehr unwahrscheinlich, dass da rechts nochmal eine Straße ist und die irgendwo hinführt. Also ich werde jetzt hier mal runter und dann in den Wald rein, dann bauen wir halt die Stadt da, ist auch okay. Nicht die Stadt, unser Camp. Ich hoffe mal, dass jetzt hier keine weiteren Zombies sind. Also da sind natürlich noch welche, aber jetzt nicht direkt bei uns. So. Da bauen wir jetzt unser Basecamp auf. Jawohl. Und dann kriegen wir nochmal die Info. Ja, wir können hier jetzt noch andere Gebäude bauen. Also in dem Camp können wir eine Menge Gebäude bauen. Kann man die Sichtweite erhöhen. Wir können Heilung machen. Also einen Heilungspunkt nach 12 Runden. Ich hatte ja gesagt, dass die Priester ziemlich gut sind. Ja, das ist schon brutal viel. Das Spiel sagt uns aber nicht, wie wir denn überhaupt an diese Ressourcen dran kommen. Dazu müssen wir in die Orte rein Sachen finden und die auseinandernehmen. Und wir hatten ja 9 Holz. Und deshalb, das eine Holz ist jetzt automatisch aus dem Inventar raus und das ist hier in das Lager gewandert. Wir können aber auch hier Gegenstände lagern und wir können auch Holz aus dem Lager wieder zurück in unser Inventar packen. Also, ja, wir können jetzt hier noch nichts bauen, aber das Gute ist halt, dadurch, dass wir ein Lager haben, haben wir die Möglichkeit, jetzt unser Inventar quasi voll zu ballern und dann zum Lager zurückzukehren. Das Problem wird aber jetzt natürlich sein, ja, dass da diese Zombies sind, die, oh, da unten ist auch noch mal was. Der ist in die Stadt gelaufen. Dass da die Zombies sind, die, wir machen nur 44 Schaden, ja. Also das dauert, das würde Ewigkeiten dauern, die zu töten und bis dahin, wir können uns vielleicht insgesamt einen Kampf erlauben, wenn wir wissen, okay, da ist jetzt einer, den können wir töten. Bei 2 Kämpfen, da kommen wir dann auch schon nicht mehr mit dem Heilen nach. Das wird dann auf ein Game Over rauslaufen, sage ich mal. Da ist noch ein Ort, aber da scheint auch eine Wolke drauf zu sein. Also was ich jetzt hier machen werde, ist mal um den rumzulaufen. Ja, und damit sind wir den Zombie los, aber ja, das jetzt sind wir am Ende der Dings angekommen. Das Auto ist ganz gut, das ist noch ziemlich fit, da steigen wir mal ein. Dummerweise hat das nur 2 Sprit, also weit fahren können wir damit jetzt nicht und Sprit kann man auch nicht aus dem Auto wieder rausholen. Aber das ist schon mal ganz ordentlich, damit können wir uns ein bisschen weiter umschauen. So, damit ist es leer. Aber das können wir dann später ranholen.
So, jetzt gehen wir mal da lang und eventuell kommen wir mit ein bisschen Glück an die andere Seite der Stadt. Und da dann, na, lassen wir den einen Punkt mal. Ja, der Zombie ist nicht mehr da. Okay, dann suchen wir jetzt hier. Die Stadt ist der beste Ort, wo man was suchen kann. Ja, okay, da ist er wieder. Vielleicht ist das der einzige. Wir könnten es wagen. Aber dadurch, dass wir laut sind, ziehen wir natürlich weitere Zombies an. Wir müssen aber auf jeden Fall sehr bald was suchen. Ich gehe aber jetzt da das Risiko nicht ein. Und ich hatte das, glaube ich, anfangs erwähnt, dass das eben hier ja, Glück ist und dass man das ein bisschen mitigieren, also theoretisch Glück, was man aber mitigieren kann. Und das ist so ein bisschen. Natürlich muss man irgendwo dann auch anfangen, was zu tun, sonst kommt man nicht weiter. Aber ich will es da jetzt nicht drauf ankommen lassen. Okay, der greift mich an. Na, das, da gehen wir jetzt auch zu weit in die Pampa, da ist nichts mehr. Ja, und jetzt sind wir auch in der Nacht unterwegs, wir sehen nichts mehr. Gehen wir also wieder zurück in die Stadt. Da sehen wir aktuell nichts, suchen wir. Und da haben wir den Zombie wieder, super. Okay, dann gehen wir dahin. Und da kommt noch einer. Okay, nicht gut, nicht gut. Dann gehen wir nach da. Da haben wir einen Industriekomplex. Aber wir können halt nicht in der Suppe stehen bleiben. Wir bräuchten einen Ort, den wir, ja, den wir untersuchen können, wo wir Nahrung und so weiter bekommen, weil irgendwann wird uns natürlich die Nahrung ausgehen. Wir könnten hier in diesem Powerplant gucken, ob wir da was finden, aber oder in den Prison. Das ist natürlich jetzt auch ein weiter Weg nach da oben. Gehen wir erstmal zu dem Powerplant und suchen da ein paar Runden. Es würde schon helfen, wenn wir naja, das macht keinen Sinn. Es würde schon helfen, wenn wir ein paar mehr Ausrüstungsgegenstände hätten. Da kommt nicht nach. Okay, dann suchen wir mal hier. Da haben wir was gefunden. Ein Messer. Genau, sowas brauchen wir, damit wir es dann eher mit den Zombies aufnehmen können. Und da kommt, ja, Nahrung, das ist auch gut. Also das brauchen wir im Moment. Wir brauchen Ausrüstungsgegenstände und wir brauchen eine Bewaffnung. Und wir brauchen Nahrung, damit wir entsprechend woanders, also überleben können und uns andere Sachen näher angucken können. Und ja, da suchen wir jetzt hier. Okay, das, da haben wir jetzt eine Menge nichts gefunden. Junk. Okay, das Prison scheint nicht sehr ergiebig zu sein. Aber wir haben einen Protective Helm gefunden, mit sogar mit 4 Attributspunkten drauf. Das ist schon ziemlich ordentlich. Vielleicht finden wir hier auch Waffen. Hunting Jacket ist auch ziemlich gut. Noch so ein Helm. Ja, das kann schon was. Noch ein Hut. Der ist aber jetzt mehr schlecht und Standard. Und das ist auch wieder so eine Sache. Da wäre es halt deutlich besser gewesen, statt hier zu einfach nur, wutsch, wir haben was gefunden. Wieso zeigen die ja nicht direkt an, was man gefunden hat? Also das ist ein bisschen unnötig, wie ich finde. Wir haben jetzt eine Shotgun gefunden. Eine Shotgun ist ziemlich schlecht, weil das im Endeffekt eine Nahkampfwaffe ist, die die Munition verbraucht. Also da kann man auf jeden Fall was deutlich Besseres finden.
Ja, wir suchen jetzt hier mal weiter im Prison. Da sind wieder welche. Dann gehen wir mal rüber zur Gas Station wieder, weil diese halt sehr nah dran ist. Wir gucken erstmal, dass wir die vielleicht... So. Okay. Ich weiß, in der Gas Station haben wir halt eine Chance. Duct Tape. Da haben wir eine Chance, Fuel zu finden, aber auch die Chance. Okay. Naja, das wird jetzt hier ein bisschen eng. Fuel, aber auch Nahrung ist da zu finden. Da ist eine Kiste, die müssen wir uns holen. Also, wenn man einmal die Karte erkundet hat, hat man einen großen Vorteil, dass man halt diese Kisten sieht. Oder wenn man drauf Acht gibt. Und diese Kisten, die haben ordentlich Loot drin. Also, die werden wir uns jetzt mal besorgen. Da lohnt sich der Weg nach unten, wenn wir denn da durchkommen. Hoffe ich. Es kann auch sein, dass da nur Verbrauchsgegenstände, also das sind keine... Da, genau, wir haben eine Granate gefunden. 5 Granaten sogar. Und damit können wir quasi die Stadt sauber machen. Wir sollten uns jetzt trotzdem nicht unnötigerweise da in Kämpfe verwickeln lassen. Den können wir abhängen. Ja, da ist auch nochmal eine Kiste. Die holen wir uns auch. Aber den hier beispielsweise, den werden wir gleich sprengen. So. Und den auch. Da machen wir jetzt hier eine Granate drauf. Naja, da ist jetzt nicht mehr so viel übrig. Und dann werden wir gucken, dass wir hier gerade den Schaden optimieren. Also wir nehmen mal die Shotgun hier raus. Und geben die an irgendeinen... Wir sind ja jetzt hier quasi im Nahkampf. Der soll die Pistole nehmen. Das Ding macht überhaupt keinen Schaden. Also können wir natürlich wechseln. Aber dann kriegt die Shotgun einfach jetzt, um das Maximum an Schaden rauszuhauen. Und dann werden wir da jetzt normal angreifen und noch nicht die Granate werfen. Die weitere Granate. So, ja. Damit ist der tot. Wir haben jetzt noch einen und den werfen wir da drauf. Und dann bringen wir den auch um. Wunderbar. Und haben noch eine Granate. Die werfen wir da drauf. Und dann hacken wir den um. Jawohl. Auch erledigt. Dann sammeln wir das Ding noch fix ein. Und ja, damit kann man Radiation senken. Das nutzt uns jetzt hier erstmal nicht so viel. Aber wir haben jetzt die Zombies hier aus der Stadt ja nicht vertrieben, also nur umgebracht. Aber damit können wir jetzt die Stadt plündern und da bekommen wir jetzt mal ordentlich Krams. Also hier eine Pfanne beispielsweise, ja. High-End-Tech. So, das ist aber eine tolle Nahkampfwaffe. Die macht schon ganz ordentlich Aua. Wir haben sogar noch, ich glaube, das ist sogar das Messer gleichzeitig gefunden. Also wir haben auf jeden Fall jeden mit einer Nahkampfwaffe ausgerüstet. Also das Ding ist halt kompletter Schrott. So, wir sehen aber auch, dass wir keine Nahrung mehr haben. Also da sollten wir gucken, dass wir möglichst bald was finden. Wir können jetzt zumindest ein bisschen Platz wieder im Inventar machen, indem wir hier eben das Zeug essen. Und ihr seht, dass wir uns dadurch auch heilen. Da gibt es auch eine nette Profession, das ist ein Koch. Das bedeutet dann, wenn man halt einen Koch dabei hat, dann bekommt man für die Nahrung einen extra Lebenspunkt. Auch das ist halt ziemlich ordentlich. Jetzt haben wir eine Runde lang gar nichts gefunden. Da haben wir zweimal Nahrung gefunden, sehr gut. Okay, dann machen wir den hier auch direkt kaputt.
Das ist natürlich so ein bisschen Verschwendung vielleicht von den Granaten an der Stelle. Aber wir müssen einfach gucken, dass wir jetzt die Zeit optimieren, dass wir möglichst viel aus dieser Stadt rausbekommen. Da haben wir ein bisschen Rüstung, Ausrüstung gefunden. Ein Hemd. Im Moment ziehen wir einfach alles an, was wir finden können. Da ist es jetzt auch vollkommen egal. Da braucht man jetzt nicht großartig gucken, was besser ist. Da haben wir den nächsten. Und das ist auch wahrscheinlich unsere letzte Granate. Aber wir haben jetzt zumindest mehr an Rüstung und Waffen, dass wir uns gegen die ein bisschen besser wehren können. Jetzt gucken wir nochmal, dass wir hier den Schaden ein bisschen optimieren gegen den. Wobei der sowieso zwei Angriffe aushält. So, das wechseln wir jetzt, damit wir da keine Munition verschwenden. Der wird jetzt sowieso sterben, sobald er uns angreift. Wir haben noch was gefunden. Wir haben wieder Munition gefunden. Wunderbar. Dann wechseln wir wieder auf Schusswaffen um, damit wir mehr Schaden machen. Weil da müssen wir jetzt auch gegen anstinken. Wir haben zwei Medipacks, mit denen wir uns heilen können. Also wenn Charaktere sehr weit unten sind, dann müssen wir damit hantieren. Und da kommen noch mehr. Okay, das wird dann etwas viel. Das können wir uns nicht erlauben. Ich gucke jetzt einfach mal, dass wir vielleicht... Ne, das klappt nicht. Über den werde ich jetzt trotzdem nochmal angreifen. Eventuell können wir den loswerden und dann wieder zurück oder sowas. Wir gehen mal zur Research Station. Ne, da ist auch jemand. Okay, das ist jetzt sehr schlecht, denn jetzt müssen wir auf jeden Fall irgendwo hin Unterschlupf suchen. Ansonsten werden wir durch den Regen verstrahlt. Also die Research Station ist jetzt das nächste. Da ist aber auch jemand. Und die werden wir natürlich jetzt nicht töten können. Also da müssen wir wohl mit der Verstrahlung leben. Das Gute jetzt ist, dass hier keine Verstrahlung auf der Karte ist. Also wir werden jetzt einfach mal rüber und in unser Camp laufen. Oder wir gehen zum Prison. Wie viel haben wir noch im Inventar frei? Nur noch zwei. Oh, wir haben eine Schrotflinte gefunden und noch ein paar Schuhe. Schrotflinte ist auch wieder nur eine Nahkampfwaffe, mit die Munition verbraucht. Ne, gehen wir in unser Lager und legen da erstmal Sachen weg. Ja. Das Lager bietet jetzt auch noch keinen Schutz. So, der ist fast tot. Der muss auf jeden Fall hier so ein Medi-Dingens nehmen. So, hier sind wir im Lager. Hier sind wir, ja, quasi jetzt zumindest sicher vor dem Regen. Und können dann erstmal Sachen wieder weglegen. Es gibt halt hier einige Gegenstände, die sind einfach nur Junk. Und die sind nur zum Scrappen da. Da bekommen wir also jetzt Material für. Und andere, hiermit können wir die Radiation senken. Das hier war Schrott. Ne, das hier sind Action-Punkte, okay. Ja, genau, Radiation Points, das werden wir einfach jetzt mal ins Lager packen, weil ich glaube nicht, dass wir die jetzt spontan benutzen werden. Mit den Schematics kann man dann entsprechend Sachen bauen, aber auch das ist für den Moment eigentlich irrelevant, das brauchen wir nicht mit rumtragen. Den Rest behalten wir entsprechend im Lager. Wir haben jetzt aber mit dem Material, was wir insgesamt angesammelt haben, das reicht noch für nichts. Also, ja klar, das hier, aber das ist Quatsch. Das Wichtigste am Anfang zum Bauen ist der Water Tower, denn wenn man den gebaut hat, kann man Farmen bauen. Jetzt kann es aber sein, dass also dieser Regen, der würfelt quasi neu aus
wo diese Wolken erscheinen. Und das kann halt dann ganz gut sein, dass auf einmal in unserem Camp Wolken sind und dann kommen wir da, also können natürlich immer noch hin, aber wir müssten dann durch diese Radioaktivität latschen. So, das ist auch schon der so ein bisschen kaputt ist. Den werden wir mal jetzt komplett umbringen. Und der ist wieder auf niedrig. Da werden wir auch Medikit wieder verwenden. Und da ist auch schon der nächste. Ja, sollen wir den jetzt auch töten? Wir haben eben jetzt noch ein Medikit, was wir gefunden haben. Das stellt 13 wieder her. Aber ja, wir nehmen halt natürlich jetzt immer weiter... wir nehmen jetzt immer weiter ab. Ich würde sogar sagen, wir hauen da jetzt ab, statt da weiter zu kämpfen. Wir gehen halt wieder, also in den Regen rein. Ist natürlich ungesund. Aber werden jetzt hier die Zeit nutzen, um da zu suchen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man da steht, wo der Blitz einschlägt, ob das überhaupt passieren kann. Sehr gut. Wir haben einen neuen Begleiter gefunden. Ist natürlich auch eine sehr gute Möglichkeit, die Kampfstärke zu verbessern. Der hat aber im Moment noch überhaupt keine Waffen. Das heißt, er schlägt mit den Händen zu. Und das ist ein... Achso, Radiation Medication. Ich dachte, das wäre ein Koch, aber nee. Okay, damit bringen die Medikamente mehr. Dann suchen wir mal hier im Industriekomplex ein Autotool. Okay. Nahrung werden wir jetzt hier natürlich nicht finden. Da sind die Zombies wieder. Zumindest die schwachen Zombies. Wir haben Brille gefunden. Die nehmen wir mal. Der scheint ja jetzt hier alleine zu sein. Den werden wir mal umbringen. Und ich nehme jetzt hier die Pfanne von dem weg und packe die hier rein. Wenn wir Glück haben, ist der mit einem Angriff tot. Wir haben aber kein Glück. Okay. So. Suchen wir weiter. Mhm. Jo. Wir können jetzt einfach weitersuchen, bis wieder Zombies da sind. Und dann gucken wir mal, dass wir die Gegenstände einsortieren. So. Regen ist weg. Und wir können jetzt hier sehen, wo neue Strahlung ist. Also alles nördlich von uns ist verstrahlt. Und hier zur Stadt. Na gut, da könnten wir unten rumlaufen. Das ginge schon. Wir haben nochmal einen neuen Wrench gefunden. Der macht, glaube ich, mehr Schaden als das Messer. Ja. Und halt hier haufenweise Computerchips. Die sind nicht schlecht. Da sind Elektroteile drin. Aber wir werden hier jetzt natürlich keine Nahrung in dem Industriekomplex finden. Ich werde hier jetzt noch ein paar Runden drin bleiben. Aha. Wir haben 4, 5. Gut, der hat ja noch verhältnismäßig viel. Die Schematics, dreimal dasselbe, das bringt uns natürlich gar nichts. Die können wir auch nicht auseinandernehmen. Nochmal eine Gasmaske. Da spule ich gerade die Zeit weiter. Und da haben wir nochmal einen Gegner. Sledgehammer gefunden. Okay, das kann der nehmen. Und haben wir sonst noch irgendwas? Das Messer ist halt ziemlich mies. Ja, okay. Dann würde ich sagen, gegen den Zombie werden wir nicht kämpfen. Stattdessen werden wir jetzt wieder zu unserem Lager laufen. Und die Zombies da sind wahrscheinlich weg. Den einen haben wir umgebracht. Genau. Und dann können wir jetzt hier die Sachen auseinandernehmen, die wir nicht brauchen. Also die Junks sind. Hier Scrap. Das Ding, das Ding. Das hier geht. Ah, doch, die können wir auch scrappen. Ich weiß jetzt nicht, was man davon bekommt. Booby Trap Schematics. 1, 29, 10, 2. Okay, kriegen wir ein Material für. Mhm. Das ist schon sehr ordentlich. Und das packen wir auch erstmal da rein. So.
Diesen Water Tower, den können wir jetzt bauen. Und das sollten wir auch machen. Das dauert zwar 8 Runden, aber das ist okay. Und dann müssen wir gucken, dass wir Farmen bauen, um uns hier so ein bisschen ein Rückgrat an, an Nahrung setzen zu können. Das ist ein bisschen so wie bei Burn Time, falls ihr das mal gespielt haben solltet, wo man ja diese bestimmten Ortschaften besucht hat und dann hat man da eine Bärenfalle hingelegt, um Fleisch zu sammeln. Oder ein Messer, um Maden zu kratzen. Und dann konnte man halt später diesen Ort wieder neu besuchen. Und dann war da eben schon Nahrung. Und dann musste man nicht mehr gucken, wie man denn da überlebt. Und so ein bisschen könnte man das ja auch sehen mit den Farmen, die man eben dann baut. Und jetzt haben wir den Water Tower. Und jetzt könnten wir 2 Farmen bauen. Wir bräuchten bloß noch Holz. Also die Farmen, die kann man bis zu 2 Entfernungen von diesem Water Tower bauen. So, jetzt gehen wir hier Holz sammeln. 6 Holz. Da so brauchen wir nochmal. Nochmal 6 Holz. Da haben wir wieder einen Gegner. Den haben wir aber schon mal verletzt. Den ignorieren wir jetzt erstmal. Wir gehen darüber und bauen direkt die Farm. Wir hatten keine Tools. Die haben mich 444. Okay. Okay, da muss ich nochmal dann gucken. Also 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wir hätten nochmal 12 Platz. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann müssten wir jetzt aber. Ja. Mit dem will ich jetzt eigentlich nicht kämpfen. Wir gehen jetzt mal dahin. Bauen die Farm. Batsch. Dann kommt er halt jetzt nach. Dann gehen wir dahin und bauen hier die Farm. Ach, weil wir kurz im Lager sind, hat er die Ressourcen wieder weggelegt. Na, ah, das ist doof. Okay, sollen wir den platt machen? Wir haben hier einen, der schon etwas gefährdet, 2, die gefährdet sind. Will ich eigentlich nicht. Okay, dann laufen wir an dem vorbei. Gehen uns mal diesen Panzer da oben anschauen. Der ist auch komplett leer und da passen nur 4 Leute rein. Okay, dann suchen wir mal weiter in Prison. Dass wir da Nahrung finden, ist natürlich auch unwahrscheinlich. Fire Igniter. Da ist Ammo Schematics. Dann hauen wir ab. Oh, das ist ein Schreier. Der macht keinen Schaden, aber der schreit halt rum und lockt damit weitere Zombies an. Ups, na, jetzt habe ich mich verklickt. Wenn man den aber anschießt, damit lockt man natürlich auch Zombies an, also da gewinnt man auch nicht so wahnsinnig viel. So, eventuell haben wir den auch einfach jetzt nur nach oben weggelockt, aber nein, da ist auch noch wer. Okay. So, jetzt sind wir jedenfalls wieder hier unten. Haben natürlich Zeit verschwendet. So, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und damit können wir jetzt hier noch eine Farm bauen. Bild. Farm. Bild. Aber da haben wir keine Punkte mehr für, müssen das nächste Runde machen. So, Bild. Farm. Bild. Okay. Jetzt haben wir da jemanden. Dann gehen wir wieder nach da unten zu dem Industriekomplex. Und dann wohl zur Stadt. Das ist kein gutes Auto, oder? Ne, das ist kaputt. Das hier ist ein ganz böser. Der spuckt eben auf einen. Ich glaube, das hatten wir auch schon vorher beim Prison, oder? Wo ich mal nicht aufgepasst hatte. Bin mir jetzt nicht sicher. Wunderbar, der ist noch auf Seite gelaufen. Dann schmuggeln wir uns hier durch in die Stadt.
Ich würde das ja. Ah, da haben wir noch eine Kiste jetzt wieder. Dann sammeln wir erstmal die Kiste auf. Und dann laufen wir wieder zurück. Oh, da war Nahrung drin. Sehr hilfreich. Okay. Damit kommen wir erstmal ein bisschen ein paar Runden halt über die. Ein paar Runden über die Runden. Und gucken mal, ob wir jetzt da in die Stadt kommen. Ja. Jede Runde, die wir in der Stadt suchen können, ist super hilfreich, weil wir da ordentlich Material finden. Wie diesen tollen Zylinder. Das ist ein ziemlich guter Hut, Helm, Speed, Focus, End. Okay. So, wir haben wieder keine Nahrung. Also die Leute sind jetzt fast wieder am Verhungern. Also essen wir das hier bei denen, die mehr als 200 dazu bekommen können. Heilen damit auch ein bisschen. Und die werden wir gleich im Nahkampf plätten. Hoffentlich haben wir nochmal was bekommen. Schrotflinte. Wir werden das jetzt im Nahkampf machen, so dass wir... das wird aber 8 Runden, also viel zu viel, oder nicht 8 Runden, aber 8 Angriffe dauern. Wenn nicht sogar noch mehr, also auf jeden Fall mehr. Ja, das will ich eigentlich, also das ist zu gefährlich. Wir gehen dann mal zur Research Station und werden da gucken, ob wir was finden können. Wir haben ja jetzt Nahrung und würden zumindest nicht mal eben verenden. Okay, da sind wir auch wieder. Wir bräuchten auf jeden Fall noch bessere Ausrüstung und bessere Waffen. Diese Messer, die sind ziemlich gammelig. Der Vorschlaghammer ist gut. Die Waffen und so weiter, die nutzen sich natürlich auch ab. Dass man die nicht ewig benutzen kann. Ja, wir könnten hoffen, dass da oben was ist, aber hier ist wahrscheinlich eine ganze Menge gar nichts. Also würde ich eher jetzt hier umdrehen und wieder zurücklaufen. Hier können wir jetzt sehen, dass unser Kram am Wachsen ist. Ja, gehen wir mal zum Prison. Nicht zum Prison. Da kommen wir jetzt auch nicht mehr raus. Schachmatt. aber wir lassen uns jetzt nur von einem angreifen. Also von dem. Und der ist dann auch schon fast im Eimer. Aber den will ich jetzt nicht weiter behaken. Dann gehen wir zur Gas Station hoch. Da ist auch noch einer. Ja, wir müssen natürlich irgendwas untersuchen und jetzt nur rumzulaufen macht auch wenig Sinn. Da ist noch eine Stadt. Wir gucken mal, ob wir von der Stadt was einsammeln können. Also wir haben halt jetzt wirklich diesen Vorteil, dass wir diese eine Kiste gefunden haben mit der Nahrung. Ansonsten würde ich das wohl mir nicht erlauben können. So, den können wir umhauen, ohne dass wir da Schaden kassieren. Wir müssen aber... Okay, da ist noch einer. Mhm. Jo, dahin. Einmal suchen. Okay. Den hier sollten wir vielleicht eben auch dann kaputt machen. Aber, ah, da ist auch noch einer. Schlecht. Ist klar. Okay, das hier unten ist ein bisschen ungesund. Strahlung. Ja, ist sehr gut.
Gucken wir mal, vielleicht kommen wir da noch mal kurz in die Stadt, aber ich glaube fast, dass das nicht so gut ist. Also ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Dann gehen wir mal gerade in die Richtung weiter. Okay. Weiter Strahlung und jetzt ist der hier am Hungern. Da müssen wir was essen. Da haben wir eine Research Station. Da werden wir erstmal Unterschlupf suchen. Und ein bisschen gucken, ob wir was finden. Und wir haben was gefunden. Okay. Aber wir können jetzt nicht erwarten, dass wir hier Nahrung. Ah, Medikit ist schon gut. Ein Apfel haben wir gefunden. Apfel ist gut. Der bringt nicht ganz so viel, 120 Punkte. Können wir aber natürlich auch brauchen. Den essen wir mal hier. Jetzt müssen wir hier mal die Zeit hier überdauern. Strahlungsschaden reduzieren. Das kriegt der mal. Dann hat der minus 3. Dann machen wir hier ein Radiation-Team. Macht wahrscheinlich keinen Sinn, aber. Ja, okay, dann warten wir jetzt erstmal ein bisschen, bis entweder der Regen aufgehört hat oder ein Zombie in der Nähe ist, bevor wir dann gucken, was wir denn alles gesammelt haben. Und wir haben einen neuen Begleiter, okay. Gucken wir mal, was der denn so kann. Electric Fence Effektivität, auch nicht schlecht. Den sollten wir dann sofort ausrüsten mit einer Nahkampfwaffe, einem Feuerlöscher. Und wir haben hier einen Astronautenhelm. Den würde ich jetzt mal nicht verwenden, weil ich nicht weiß, ob man den noch für was anderes braucht. Das klingt ja so, dass das Spielziel in die Richtung gehen sollte. Der Regen hat aufgehört. Sollen wir jetzt in die Stadt nochmal gucken? Ich würde erstmal sagen, wir werden dieses jetzt hier einen Schnitt machen und dann werden wir beim nächsten Mal nochmal in die Stadt gehen und schauen, ob wir da irgendwas Interessantes finden. Wie sieht die Strahlung aus? Wir haben hier übrigens jetzt hier Nahrung, die wir abernten können. Die Städte sind sauber, also da können wir jetzt eigentlich hier frei durchlaufen und alles erkunden, alles einsammeln, wenn wir denn nicht von den Zombies unterbrochen werden würden. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch bessere Waffen finden, damit wir uns da stärker gegen wehren können und nicht so viel Schaden gegen die Zombies bekommen. Aber so sieht der Plan dann erstmal fürs nächste Mal aus. Könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn soweit von dem Spiel haltet. Wie gesagt, ist halt simpel, aber ich finde halt, dass die Gewichtung dieser kleinen, ganzen kleinen Entscheidungen, die man trifft, ähnlich wie bei Colonization oder Civilization, ganz am Anfang, wenn man die Stadt gründet, wo man das genau macht, ob man die eine Runde noch investiert, das sind alles so kleine Entscheidungen, die aber in Summe halt einen riesen Impact haben und das gefällt mir hier ganz gut. Das macht halt schon Spaß, da weiterzuspielen oder es eben nochmal und nochmal besser irgendwie hinzubekommen. Deshalb, also das gefällt mir ganz gut. Ja, wie es weitergeht, sehen wir dann jeden Montag, Mittwoch und Freitag, bis wir denn hier durch sind. Oder das Let's Play grandios scheitert und wir draufgehen. Ja, müssen wir mal gucken, ob es das was wird. Wie gesagt, Permadeath, kein Reload und so. Das soll es jedenfalls für heute gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen und sag ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.